Hallo Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu euren astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater in Berlin. In diesem Video möchten wir wissen, welche Bedeutung Saturn im Wassermann hat. Bevor ich über dieses Thema spreche, möchte ich euch alles Gute im Jahr 2021 wünschen. Viel Erfolg und Liebe und Gesundheit. Am 17. Dezember ist Saturn in das Zeichen der Reform gesellschaftlichen Inhalten eingetreten und er wird dort bis März 2023 bleiben. Wassermann betrifft das Thema Gruppen, Gesellschaften oder die Gesellschaft. Saturn ist unter anderem Skepsis. Und hier kann man sehr skeptisch gegenüber der Gesellschaft werden, vor allem in Bezug auf die allgemeine Meinung. Wassermann ist das Zeichen der Individualität, gleichzeitig ist es das Zeichen des Individuums innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft. Und mit Saturn in diesem Zeichen muss man sich überlegen, als Person, als einzelne Person, welche Rolle spiele ich in dieser Gesellschaft, in der ich mich befinde? Welche ist meine Rolle? Wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Freiheiten? Und Wassermann ist ein Zeichen der Rebellion, der Abneigung. Und das heißt, hier könnte man sagen, bestimmte Strukturen, Machtstrukturen in der Gesellschaft müssen geändert werden, sodass man bessere Verhältnisse innerhalb der Gesellschaft hat, vor allem das Verhältnis Individuum und Gesellschaft wird in Frage gestellt. Inwieweit darf man als Person bestimmte Freiheiten haben und inwiefern sind diese Freiheiten nicht mehr vorhanden? Das ist das Dilemma, wenn Saturn in diesem Zeichen ist. Diese Stellung zeigt uns an, welche Strukturen geändert werden müssen und das beinhaltet ein gewisses Reset. Ja, das Wort kommt aus dem Englischen Reset, also man könnte hier sagen, von Null wieder anfangen und neue Strukturen, gesellschaftliche Mechanismen und so weiter aufzubauen. Beziehungsweise wir können hier von einem Reform sprechen. Und wir müssen uns mit dieser Stellung fragen, was kann ich in meinem persönlichen Leben ändern, sodass ich mich freier entfalten kann. Viele Menschen, vor allem im Bereich des Berufes, merken, sie können jetzt nicht so arbeiten wie früher. Und das heißt, die meisten von euch möchten etwas Neues anfangen, beruflich, ja, vor allem etwas, wo man freier ist, freier von alten Machtstrukturen, Strukturen, die nicht mehr funktionieren. Wassermann ist ein intellektuelles Zeichen, das heißt, der Intellekt ist die Hauptsache, nicht so sehr die Gefühle, nicht so sehr die Emotionen, sondern hier geht es um Tatsachen und um Handlung. Saturn erfordert Verantwortung, Handlung in Bezug auf dem, was geändert werden muss innerhalb der Gesellschaft, sodass neue Strukturen entstehen können. Und dieser Reset ist nicht einfach, natürlich, weil die alten Strukturen werden kollabieren. Und das betrifft das Thema Ungewissheit. Man hat
eine gewisse Ungewissheit in Bezug auf das Neue. Und ich nehme an, dass das Jahr 2021 große Spannungen beinhaltet, weil das Neue und das Alte, beide Elemente werden zur Konfrontation kommen. Und das beinhaltet eine gewisse Ungewissheit. Wir hatten seit 2017 Saturn in Steinbock gehabt. Steinbock ist das Haus vom Saturn oder das Zeichen vom Saturn. Und Steinbock hat mit Macht zu tun, ja? Machtstrukturen und wie die Macht benutzt wurde oder wie Macht missbraucht worden ist. Bestimmte dunkle Mächte sind jetzt auf die Oberfläche aufgetaucht aufgrund dessen, was geschehen ist seitdem, also seit 2017 und vor allem im Jahr 2020, als wir vier Planeten im Steinbock hatten, also Mars, Pluto, Saturn, Jupiter. Also wir hatten ein Stellium bzw. eine Konjunktion von mehreren Planeten in diesem Zeichen der Macht, Machtstrukturen, das Status quo gehabt, und wir wissen alle, von welchen Mächten ich spreche gerade. Ja? Wassermann ist Wissen. Wissen, Vernunft, vor allem das individuelle Wissen in Bezug auf die Wahrheit. Und man fragt sich, als ein skeptischer Mensch, ist das alles, was in der Gesellschaft als die Wahrheit, was als die Wahrheit gilt, die Wahrheit oder nicht? Ja, unabhängig, was die Medien sagen. Das ist hier die Herausforderung, die Wahrheit zu finden, und zwar individuell, weil man selber denken kann. Wassermann ist Eigenständigkeit, eigenständiges Denken. Skeptis, ja. Und auf der individuellen Ebene muss man sich überlegen, bin ich in der Lage, meine eigenen Ideen umzusetzen? Wie kann ich diese Ideen real machen? Man hat jetzt neue Ideen, beruflich, privat. Es stellt sich eine neue Situation dar und man möchte jetzt aus alten Strukturen und Vorgehensweisen rauskommen und Neues ausprobieren. Denn Wassermann ist wie ein Labor. Ja? Da muss man experimentieren und dazu gehört eine gewisse Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft. Saturn ist Verantwortung. Das heißt, man wird im Laufe dieses Transits lernen, mehr Verantwortung für die eigenen Inhalte, die man in sozialen Netzwerken stellt, zu übernehmen. Man fragt sich, welche Auswirkung haben meine Ideen in der Gesellschaft? Und das bedarf natürlich mehr Verantwortung. Und Wassermann sind auch Technologien. Hier muss man sich überlegen, was ist der Nutzen dieser neuen Technologien? Sind diese neuen Technologien schädlich für die Menschen, schädlich für die Gesellschaft, oder sind diese neuen Technologien fördernd? Also sind diese hilfreich für die Menschen oder eher das Gegenteil? Neue Technologien wie zum Beispiel Internet. Ja? Das ist die Überlegung mit Saturn im Wassermann. Wassermann ist Technologie, Saturn ist Skeptis. So, wann hatten wir dieser Transit in der Vergangenheit? Wir erinnern uns, dass wir zwischen 1991 und 1994 Saturn in diesem Zeichen hatten, Saturn im Wassermann. Und in diesen Jahren ist Internet entstanden.
Seitdem wurde Internet gegründet, also ungefähr 1991. Seitdem haben wir Internet, da ist dieser Netzwerk geboren. Und Wassermann ist Innovation. Wassermann sind auch Netzwerke und mit Saturn sind wir in der Lage, etwas Neues zur Manifestation zu bringen. Und wir hatten auch in Südafrika wurde dieser rassistische System Apartheid. Es wurde ausgelöst und Nelson Mandela hat eine große Reform in Südafrika durchgeführt, welche diesen Rassismus in diesem Land Südafrika beendet hat. Und wir hatten in diesen Jahren das Ende der Sowjetunion. Also die Sowjetunion ist zu Ende gekommen und es hat sich in verschiedenen Ländern zersplittert. Viele Regionen sind unabhängig geworden. Wassermann ist Eigenständigkeit, Unabhängigkeit. Und wir hatten am 25. Dezember 1991 Gorbatschow. Er hat gesagt, die Sowjetunion ist zu Ende. Und das war vor knapp 30 Jahre. Und das heißt, die Menschen, die damals geboren sind, zwischen 91 und 94, die haben ihren ersten Saturn-Wiederkehr. Das heißt, diejenigen, die in diesen Jahren geboren sind, sind jetzt 28 bis 30 Jahre alt. Und da hat man das Gefühl, man wird erwachsener. Man hat eine reifere Perspektive vom Leben. Aber wir hatten auch 30 Jahre davor, ungefähr zwischen 1962 und 1964 Saturn auch in Wassermann gehabt. Und was ist damals passiert? Also damals ist so etwas Ähnliches passiert, wie das, was im 1994 geschehen ist. Also man hat bestimmte Strukturen beendet, die nicht mehr funktioniert haben, die Freiheit der Menschen weggenommen haben oder zerstört haben. Und wir hatten im Jahr 1963 Martin Luther King, er hat gesagt, I have a dream. Und damit hat er dazu gesorgt, dass diese Rassentrennung in den USA beendet wurde. Das heißt, man sorgt mit Saturn im Wassermann für mehr Fairness innerhalb der Gesellschaft. Und man sorgt dafür, dass Menschen freier sind. Das Gegenteil von dem, was wir bis jetzt seit 2020 erfahren. Aber das ist ein Teil der Prüfung, die wir als Gesellschaft haben, weil Saturn macht alles oder vieles schwieriger, bis man zu einem Erkenntnis kommt. Und solange das nicht geschieht, dann wird die Situation sich nicht verbessern. Ja? Also Saturn ist, wie gesagt, Verantwortung, Verantwortungsnahme. Und jetzt mit Jupiter Anfang 2021 in Wassermann, da muss man die Wahrheit erkennen. Erkennen, was Freiheit ist. Welchen Wert hat Freiheit? Ja? Und wir haben gesehen auch eine Entwicklung in der Robotik, auch innerhalb diesen Jahren, also 62, 64. Jetzt haben wir Saturn, Quadrat Uranus. Und das ist eine große Herausforderung, weil hier muss man gucken, was man gelernt hat. Welche Strukturen sind entstanden? Und jetzt kommt eine neue Reifungsphase, wo man sich fragt, was habe ich erreicht und was kann ich jetzt ändern? Von dem, was entstanden ist, was bleibt und was muss weg? Und das beinhaltet eine Krise, weil die alten Strukturen und Vorgehensweisen, die in Steinbock entstanden sind,
die jetzt uns alle bewusst sind, die müssen jetzt hinterher gefragt werden. Mit einem Skeptizismus. Macht es Sinn, bestimmte Machtstrukturen weiter zu haben oder sollte man hier eine große Reform durchführen? Und Steinbock ist ein Zeichen der Materie. Das heißt, als Saturn in Steinbock war, war die Frage, naja, wie kann ich beruflich erfolgreich sein? Wie kann ich meine Finanzen vergrößern? Jetzt im Wassermann geht es darum, nachdem diese Strukturen entstanden sind, individuell und gesellschaftlich, jetzt ist die Frage, was bleibt und was muss beseitigt werden? Und das beinhaltet eine Krise natürlich. Das ist nicht so leicht, weil hier haben wir ein Dilemma zwischen Freiheit und Einschränkung. Damit man lernt, dass man nicht alleine ist, dass man ein Teil der Gesellschaft ist. Und das bedarf mehr Verantwortung. Das, was Saturn uns zeigen möchte. Übernehme Verantwortung für dich als Individuum, aber als Teil einer Gesellschaft. Und das ist herausfordernd für uns alle. Und diese Quadratur Saturn-Uranus, welche wir das ganze Jahr haben, kann viel Konflikt verursachen. Gesellschaftliche Zerspaltung. Weil Wassermann ist Abbruch, Zerspaltung, Saturn Struktur. Und hier haben wir einen Clash, also einen Konflikt zwischen Alt und Neu. Und deswegen wird das Jahr 2021 nicht so leicht sein. Das sage ich euch, wie es ist. Also Hoffnung darf man haben, wenn man bestimmte Fakten hat, worauf man sich beziehen kann. Oder bestimmte Umstände. Sind diese Umstände nicht da, dann darf man keine Hoffnung haben, sondern sachlich sein. Weil Saturn ist Sachlichkeit. Okay? Es geht hier nicht um Emotionen, es geht um Fakten, es geht um die Wahrheit. Und man muss auch eigenständig denken, denn Wassermann ist eigenständiges Denken, die eigene Freiheit des Individuums und wie diese Freiheit sinngemäß mit der Gesellschaft im Einklang gebracht werden kann. Liebe Astro-Rebellen, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Punkte behandelt. Wenn ihr eine individuelle Beratung braucht, in einer Zeit, die chaotisch sein kann, ich bin immer dafür, euch zu helfen, zu unterstützen auf der individuellen Ebene, sodass man genau weiß, wie kann man sich beruflich am besten entfalten in dieser Zeit, was kann man machen in Bezug auf die eigenen Talente und Fähigkeiten, was wäre eine Alternative zum Alten, vor allem im beruflichen Bereich, was könnte man mit den eigenen Finanzen machen, sollte man Gold kaufen, sollte man welche Maßnahmen ergreifen, also das kann ich euch individuell schon sagen und dafür bräuchte ich euer individuelles Horoskop. Ja, das kann ich nicht so allgemein sagen, weil allgemein ist allgemein, individuell ist individuell. Okay? Ich bin jetzt mit diesem Video zu Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst.